Zuge der Promotion zum Animationsfilm Drachenreiter von Konstantin Film, welcher am 1. Oktober 2020 in den Kinos startet, hatte ich die super Gelegenheit, Synchronsprecher, YouTuber und Influencer-Star Julian Bam himself. Julian Bam? Really? Geil. What? Der Julian Bam? Genau, den zu interviewen und ja, viel Spaß wünsche ich euch jetzt. Los geht's! Ja, Matze von Mats ab. Ist mein erstes Live-Interview. Ich bin so ein bisschen aufgeregt, also hab Nachsicht, okay? Easy, alles gut. Alles gut. Okay. Dann ja, dann lege ich mal los. Wie hast du dich auf deine Rolle als Drache Lung vorbereitet und wie viele Parallelen gibt es zu deiner eigenen Person dazu? Vorbereitet habe ich mich tatsächlich dann wirklich vor Ort, als wir die ersten Szenen uns anschauen durften, dann auch zusammen mit dem ganzen Team, was halt auch mich begleitet hat bei der Synchro. Natürlich erstmal Klangfarbe finden, erstmal finden, wie hoch, wie tief redet der, was ist die Struktur der Stimme, all das sind so Fragen, die klärt man dann am Anfang natürlich. Das war dann quasi auch meine Vorbereitung letztendlich. Ist bei jedem Charakter, den ich jetzt gesprochen hatte, auch irgendwie anders gewesen. Und Lung hat mir aber ganz gut gesessen einfach. Also ich konnte Lung ganz gut irgendwie sprechen. Ich hatte weniger Probleme, trotzdem natürlich eine ganz andere Art von Herausforderung, Lung zu einem Drachen zu sprechen, einen Zweitonner zu sprechen. Aber vielmehr sogar recht einfach. Und was ich mit ihm gemeinsam habe, das war auch noch eine weitere Frage gerade von dir, ne? Genau. Also nicht so viel. Also ich denke mal, beide mögen Drachen, sowohl Lung als auch ich. Und ansonsten hat er dieses leichtgläubige, naive, blauäugige, was ich halt weniger jetzt an mir irgendwie, was jetzt nicht zu meiner Beschreibung zutreffen würde, aber hat er dieses mutige, lass losfliegen, lass einfach ja, uns auf ein Abenteuer einlassen. Das passt vielleicht eher zu mir. Ja, okay. Beschreibe deine Rolle als Drachelung in 3 Worten. Abenteuerlustig. Mutig. Und selbstlos. Ja, habe ich mir beim Angucken des Films auch so gedacht. Ja. Ja, eigentlich wollte ich ja nicht unbedingt jetzt eine Corona-Frage stellen, aber so ganz komme ich doch nicht drum rum. Wie war die Zusammenarbeit mit den anderen Sprechern? War das überhaupt möglich? Und wenn ja, wie waren die anderen so drauf? Ich habe die anderen gar nicht gesehen. Wir haben alle einzeln synchronisiert. Ja, genau. Und okay. Der erste Austausch fand sogar heute erst statt. Dagi habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Dagi ist heute auch hier. Viel gequatscht. Und aber ich war nie bei Synchro war ich irgendwie mit anderen Leuten oder so in einem Raum oder sonst was, wurde nie was parallel gemacht. Es wird immer, komme volle Konzentration immer auf eine Person gelegt. Also so habe ich es jetzt kennengelernt. Und dann war halt das Team da und ja, ich. Okay. Ja, der Film, der beinhaltet ja viele Themen wie Freundschaft, Versagensängste und auch Umweltschutz und etc. Was ist aus deiner Sicht denn die große Botschaft des Films? Auf jeden Fall immer dasselbe. Menschen sind böse, auch hier in diesem Film. Sind immer die Bedrohung letztendlich, auch für den Planeten. Deswegen suchen die Drachen ja auch zum einen, dann sind die ja zurückgezogen, beziehungsweise suchen nochmal den Saum des Himmels, auch weil nochmal eine weitere Bedrohung dann sich nähert. Und ja, das auf jeden Fall, aber auch natürlich so diese Ungleichheit der drei Protagonisten, der drei Hauptprotagonisten, diese Verschiedenheit, diese Varietät, die eigentlich gar nicht miteinander erstmal kompatibel ist, dass die drei dann doch so wichtig zusammen sind, das natürlich ist natürlich eine Weisheit, die man aufs Leben reflektieren kann. Teamwork makes the dream work, nach dem Motto. Aber dass sich halt auch Schwächen ausgleichen mit den Stärken anderer. Ja, coole Antwort. Welches ist denn aktuell dein persönlicher Lieblingsfilm und deine persönliche Lieblingsserie?
Darf ich jetzt irgendwas sagen, auch wenn das nichts mit der Fall. Firma zu tun hat? The Boys, geile Serie. Ja. Sehr, sehr geil. Mhm. Richtig Bock gemacht. Ja. Aber ich bin mittlerweile mehr und mehr ein Serienmensch geworden. Umbrella Academy fand ich auch ganz geil. Hat auch gut Bock gemacht. Ja, auf jeden Fall. Geiler Look. Zweite Staffel besser als die erste, fand ich. Ja, ja, fand ich auch. Ja. Ja, das könnte jetzt endlos, glaube ich, weitergehen, wenn wir jetzt anfangen, darüber zu reden. Ich glaube auch, ja, ja, absolut. Stehen bei dir denn schon neue Projekte, über die du auch schon was, ein bisschen was erzählen kannst auf dem Plan, also als Synchronsprecher oder als YouTuber? Es gibt ein riesiges Projekt, aber darüber darf ich nicht sprechen. Noch nicht. Schweigepflicht. Okay. Kannst du denn sagen, aber ob als... Wenn, was denn? Kannst du denn sagen, ob als Synchronsprecher oder ob du vor der Kamera nicht stehst? Als Synchronsprecher kann ich nur sagen. Das war's. Okay. Gut, ich kann auch noch eine Sache sagen, zusammen mit meinem Bruder. Okay, ja, dann sind wir mal alle gespannt. Ich habe noch eine abschließende Frage, bevor ich noch mit was anderem eventuell um die Ecke komme, aber erstmal die letzte Frage. Was möchtest du deinen Fans und eventuell auch deinen neuen Fans mit auf den Weg geben? Boah. Es ist immer so, das sind für mich... In meinem Kopf habe ich lange Monologe, die ich halten könnte, aber nie so einen gewissen Satz. Aber schwierig, schwierig. Also schwierig in dem Sinne, weil ich das nicht so gut abkürzen kann. Aber es sind damals so viele Leute da gewesen, die nicht an mich geglaubt haben, und irgendwo hat man es denen so ein bisschen, naja, das will ich eigentlich auch nicht sagen. Wie soll ich das sagen? Also ist so, ich beweise mir selber immer wieder, was alles möglich ist, weil nebenbei noch tausend andere Sachen stattfinden und Projekte laufen, wo ich immer selber, wenn ich jetzt anderen guten Freunden davon erzähle, sagen die immer so, hey, das auch noch, das auch noch, das auch noch, und ich so, ja, hey, das ist halt möglich, wenn du dich da dran setzt. Dieses letztendlich mit dem Slogan Just Do It ist eigentlich schon, ist für mich schon wichtig. Ist auf jeden Fall etwas, wonach ich halt lebe, dass ich mir manchmal natürlich ein bisschen zu viel auflasse. Deswegen ist auch auf einer anderen Hinsicht nicht gut. Aber es ist so viel möglich, was du eigentlich machen und schaffen kannst im Leben. So nutze es, weil du nur das Leben hast. Ja, okay, super. Ja, das war es erstmal soweit von mir. Die Zeit ist fast vorbei. Ja, und an dieser Stelle war die befristete Zeit für das Interview leider schon vorbei. Und Julian, falls du dieses Video sehen solltest, beantworte in den Kommentaren mir doch bitte die Frage meines Kumpels, der die Frage stellen wollte, ein bisschen Augenzwinkern zu betrachten, warum der Robinson-Song? Okay, abschließend möchte ich mich noch bei dir, Julian, bedanken für das tolle Interview. Es hat wirklich Spaß gemacht. Ich hoffe, euch da draußen auch. Und meinen großen Dank gilt auch an den Kollegen und Kolleginnen von Mess & More, von Friendly PR und Konstantin Film, die allesamt gemeinsam super Support geleistet haben und dieses Interview überhaupt letztendlich erst ermöglicht haben. Ja, das war's von mir für heute. Ich hoffe, ihr hattet gefallen am Video und ich hoffe, bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Hat dir das Video gefallen, dann drück den Daumen nach oben und lass gerne auch ein Abo hier auf YouTube da. Zusätzlich folg mir doch auch auf Instagram oder Facebook.